Hallo, grüß euch. Ich mache jetzt, weil ich gesehen habe, ich habe kein Brot mehr da, ganz schnell ein Baguette. Baguette ist total einfach zu machen, geht schnell. Und ja, also da brauche ich jetzt noch ein Knethäkchen. Das habe ich jetzt vergessen. Und zwar, Entschuldigung, als allererstes tue ich immer das Wasser. Ich schreibe genau das Rezept ein. Das Wasser und in Germ. Ich habe in dem Fall eine Trockenhefe genommen. Ich nehme jetzt öfter eine Trockenhefe, weil dann brauche ich wieder mehr und der frische Germ läuft relativ schnell ab. Und man kann ihn zwar einfrieren, aber hier und da nehme ich einfach eine Trockenhefe, so wie heute. Heute habe ich eine Trockenhefe genommen. Und dann schaue ich, tue ich ein Viertel Kaffeelöffel Zucker dazu. Gerade, dass die Hefe eine Nahrung hat. Und dann sechs schon, dann geht das richtig gut. Das Wasser soll einfach handwarm, aber nicht bitte zu warm. Also eher kühler als wird zu warm. Und der Germ ist richtig schön gegangen. Das ist immer ein Zeichen für mich, dass es rentiert, das Brot backen. Früher habe ich das nicht so getan. Und dann habe ich leider müssen in den sauren Apfel beißen und habe gesehen oft, dass der Germ kaputt war oder nicht gegangen ist. Und das ist bitter. Dann tun wir, ich zeige euch das mit so einem Kaffeelöffel Salz. Und das lassen wir jetzt kneten. Und dann tun wir nachher noch ein bisschen Öl dazu und tun es nochmal 5 Minuten kneten und dann lasse ich es gehen. Einmal eine gute halbe Stunde, bis der Tag die doppelte. Ich lasse das jetzt kneten und wenn ich das Öl dazu tue, dann bin ich wieder weich. Ich tue das Öl dazu. Wenn sich der Teig komplett von der Schüssel gelöst hat, dann ist er fertig. Ich tue den immer noch ein bisschen durchkneten, immer mit dem Handrücken beim Brot. Ich habe jetzt das Backerl eingeschalten auf 39 Grad und da lasse ich ihn jetzt reingehen. Weil ich heute noch die Tür offen habe und aus dem Grund lasse ich heute im Backerl gehen. Sonst tue ich oft ins Federbett, aber heute lasse ich ihn dort reingehen. Und nach der halben Stunde bin ich natürlich wieder bei euch. Und nachdem wir das zusammen machen, gell? Tschüss dabei. So, der Tag war jetzt eine gute halbe Stunde. Der ist schön aufgegangen. Jetzt tun wir zu einem Baguette formen. Da habe ich jetzt blödsinnigerweise ein Mehl herum. Dann geht es nicht so gut zum Rollen. Ich habe da so ein Baguetteblech, weil das nicht hat. Ist auch überhaupt kein Problem. Dann tun wir das schön einschneiden. Ich habe da so ein ganz scharfes Messer, das ist eigens zum Brot einschneiden. Das habe ich von der Firma Totendekoration gekriegt. Und das geht ganz super. Ich mache das jetzt da. Richtig tief einschneiden. So, und das lasse ich jetzt, ich habe jetzt den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze und bis das heiß ist, das sind ungefähr 10 Minuten, wird es nicht sein, aber das ist wurscht, aber das lasse ich jetzt so 10 Minuten gehen. Und dann tue ich es ins Backerl und tue es so 20-25 Minuten backen und tue einmal
entweder tut es ein Wasser rein, dass ein bisschen ein Dampf ist, oder es sprüht es einmal rein. Ich habe beim Backofen eine Brotbackfunktion, wo die Feuchtigkeit drinnen bleibt. Und deshalb brauche ich das nicht, aber es kann ruhig einmal einsprühen oder wie gesagt unten ein Schollen. Entweder einschütten ein Wasser, dass es zischt, oder es dort ein Schollen einstellen mit Wasser. Ich zeige euch nachher das Brot, wenn es fertig ist. 20, 25 Minuten brauchst es. Bis später. So, das ist noch sehr heiß. So schaut jetzt mein Baguette aus. Schön ist das geworden. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Wenn sie doppelte Menge macht, dann kriegt es zwei oder drei raus. Für mich rentiert sich das nicht, wenn wir Leute zu zweit sind. Ich mache noch lieber wieder ein frisches. Probiert es aus. Schreibt das Rezept runter. Ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch!